Waffenschein für Kleidung. In Österreich gilt ja neuerdings ein Vermummungsverbot. Nikoläuse und Werbefiguren dürfen nicht mehr ihr Gesicht verdecken. Aber es gibt ja immer auch Ausnahmen bei Verboten. Apotheken dürfen Drogen haben, die sonst illegal sind. Mit speziellen Lizenzen darf man Waffen besitzen und unter Umständen sogar auch unterwegs dabei haben. Auch für den Umgang mit Giften, radioaktivem Material, allem, was irgendwie verboten ist, da gibt es Vorschriften, mit denen man dann ausnahmsweise mit Dingen hantieren darf, die eigentlich eben nicht hantierbar sind. Wie ist das jetzt mit der Kleidung? Existiert eine Art Waffenschein für gesichtsverdeckende Kleidung? Gibt es da einen speziellen Kurs, bei dem man dann lernt, gesichtsverdeckende Kleidung richtig zu tragen oder gesetzeskonform zu tragen? Oder ist gesichtsverdeckende Kleidung derart schrecklich und verbrecherisch, dass es dafür keine Ausnahmen geben kann?